Granaten, Bomben, Raketen. Die Stadt Bachmut ist zum Symbol für den Krieg in der Ukraine geworden. Doch auch an anderen Orten leiden die Menschen, auch wenn die Medien nicht hinschauen. Ihre Geschichten zeigen wir euch heute. I think if we go to Bachmut, we will not come back alive. Und wir zeigen euch auch, wie eine einzige Entscheidung im Krieg den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten kann. Er hat gesagt, dass sein Haus von mehreren Einschlägen getroffen. Um die ukrainische Stadt Bachmut tobt seit Monaten eine brutale Schlacht. Aber auch andere Städte und Dörfer im Osten der Ukraine sind vom Krieg verwüstet. Auch an anderen Orten leiden und sterben Menschen. Einer dieser Orte ist Chassiv Yar, nur wenige Kilometer von Bachmut entfernt. Auf der Straße hört man den Lärm der Geschosse. Wir besuchen eine Gemeinschaftsunterkunft, wo die Menschen Essen und Elektrizität bekommen und auch soziale Nähe zu anderen Menschen. Dank Holzöfen ist es hier drin schön warm. So warm, dass unsere Kamera spontan beschlägt. Hier treffen wir die 18-jährige Daria. Unter unserem letzten Video haben viele von euch kommentiert und gefragt, warum die Menschen nicht fliehen und warum sie weiter im ständigen Bombenhagel leben. Auch mich interessieren die Beweggründe derjenigen, die hier geblieben sind. Deswegen frage ich Daria, warum sie und ihre Familie noch nicht geflohen sind. Wir werden nicht fliehen. 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 А если давай поехать с нами. Нет, у меня тут бабушка, она не хочет. А у нее домашнее животное, она не хочет бросать их просто. Любит и не может бросить. What do you do when you hear the shelling incoming? Прячемся в туалет, как по правилам. Там безопаснее больше всего. А если на улицу, то садимся сразу на землю, либо ложимся на землю. Seitdem die Bomben fallen, geht es Daria hauptsächlich darum, mit ihrer Familie zu überleben. Davor hatte sie das ganz normale Leben einer jungen Frau. Ich war in der Schule, fotografiere, ich bin Fotograf по профессии. Училась в школе, все было нормально, все хорошо было. Думала, закончу школу, поеду в Николаев, буду там работать, помощником фотографа. Но не получилось. До этого людей, животных, природу, то есть у нас хорошая, красивая местность, все, а теперь людей. Просто животными не очень удобно. What is your daily life now, during this whole shit? Делаете, как проходит жизнь? Смотрю сериалы, дорамы, корейские дорамы, знаете, понравились, поэтому смотрю. Они хорошо снимают сериалы. Интересно просто, затягивает вот это все, сюжет затягивает. What are your like hopes or dreams for after the war when this all stops? Уеду в Николаев, буду работать помощником фотографа. Ну, наберусь опыта как фотограф. И если потом начну учить корейский, пойду в Корею. Потом в Испанию и дальше так, по всему миру буду ездить, фотографировать людей. Ну, мы держимся, у нас пока все нормально. Есть надежда, что все это закончится. Я хочу, чтобы это все закончилось, потому что устала, что люди всегда умирают, дети умирают. So eine Situation gehört zum Schwierigsten, was einem als Reporter passieren kann. Wir entscheiden uns, das Interview abzubrechen. Stattdessen drücken wir Daria unsere Kamera in die Hand, damit sie damit Fotos machen kann und zumindest ein bisschen Ablenkung zwischen all dem Horror findet, den sie und ihre Familie ertragen muss. Die Fotos, die dabei entstanden sind, haben wir später über Instagram zugeschickt. Wenige Minuten weiter steht das ehemalige Krankenhaus von Chassiv Yar. Hier treffen wir auf eine Gruppe von Freiwilligen, die dabei helfen, Zivilisten zu evakuieren. Pasi ist dafür extra aus Finnland hergekommen. Dort war er Mechaniker, Feuerwehrmann und Rettungssanitäter. When did you decide to come here? About when this Russian big attack started, I was thinking what I can do. I literally think I don't want to go and fight, but I want to do the stuff what I do in Finland, helping people and this connection with IFRT, and now I'm here. So, have you ever had the feeling it was the wrong decision, especially when you hear shelling or stuff like this? No. Aren't you afraid? Of course, a little nervous, but not afraid. I mean, I can only guess that you saw some horrible, horrible things. Can you even get used to this? I don't think about it at this moment. Maybe in Finland, when I go in sauna and drink a couple beers, I will think. I don't know. So, now
jetzt ist gerade Tina da. Sie ist so die Leiterin dieser Rescue-Einheit und die Besitzerin dieses Hundes. Wir werden mal schauen, ob wir mit ihr auch ein bisschen sprechen können und Informationen kriegen, vor allem wie die Situation ist hier. Weil es ist natürlich auch in unserem Interesse jetzt zu wissen, was wir als nächstes tun sollen, ohne halt zu sterben. We scared you now. We've been here almost a year, so. Nothing. Are you scared? No. Oh yeah. Let's say that Bakhmut, half of Bakhmut now is Russians, and from Bakhmut, the other side, it's gone. It's like it's gone. So, and now the what they're doing at the moment is that they're approaching further, and they will be taking Chasiv Yar, this place, to the Russians. So there's a lot of evacuation going on. There's houses there that people are taking their furniture off, everything. And it's gonna fall down. So I'm very thankful for you guys for being here and to spreading the word. There is a lot of need for help at this moment. The area that the Russians are going to take is huge, it's very big. We got today in the morning information that there's soldiers laying down on there that the Russians for some reason have taken their ears and nose out. I don't know why. And it's very... So the last people that are staying there, there's a lot of pro-Russian people that want Bakhmut to be taken over. Did you guys suffer any casualties? No, no one from the Finnish team has ever gotten injured. And no casualties also in the Finnish fighters. Wounded, yes, but no casualties. So maybe we're doing something right. I don't know. Nach unserem Interview tauschen wir Nummern mit Tina aus. Sie bittet uns an, einen letzten Konvoi zu begleiten, mit dem die Helfer Zivilisten aus den gefährlichsten Teilen Bakhmuts evakuieren wollen. Bevor wir weiterfahren, können wir noch einmal mit Parsi sprechen. Ich frage ihn, wie er die Sicherheitslage in Bakhmut einschätzt. It's looking bad. Bad looking. So, if the Russians got the main road, then we screwed up. I think if we go to Bakhmut, we will not come back alive. Weder er noch wir wissen zu diesem Zeitpunkt, wie richtig er mit dieser Befürchtung liegt. Doch erstmal sind wir weiter unterwegs, entlang der Frontline zwischen den Ukrainern und den russischen Angreifern. Etwa eine Stunde nördlich von Bakhmut liegt die Stadt Siversk. Ähnlich wie Bakhmut wurde sie Opfer von heftigem Beschuss. Die Zeugnisse davon liegen wortwörtlich auf der Straße. Hier am Straßenrand sehen wir jetzt wahrscheinlich eine nicht explodierte Rakete, zumindest vermute ich das, steckt noch drin. Und das ist auch das Maximale, wie wir da rangehen werden. Also wenn man sowas sieht, nicht näher ran. Ich glaube, es ist gut, wie weit wir da gerade davon entfernt sind. Und es ist, glaube ich, auch sehr gut, wenn wir uns jetzt weiter davon entfernen. Und wie auch in Bakhmut sind es hauptsächlich die Alten, die geblieben sind. Mit ihren Hunden. Oh, you have alibi. Alibi. Auf der Straße treffen wir Nikolai. Er war früher Schiffskapitän und hat viel von der Welt gesehen. Er hat gesagt, dass sein Haus von mehreren Einschlägen getroffen wurde. Und wir schauen jetzt mal, wie es bei ihm ist. Hier wohnt er mit seiner Frau Valentina und seinem Hund, von dem er uns begeistert erzählt. Der ist allerdings weniger begeistert, uns zu sehen. Jesus Maria! Oh Gott! Oh. Okay, okay, wir gehen rein. Dima hat es nicht mit uns reingeschafft, der ist nicht an diesem Hundemonster vorbeigekommen. Und wir lassen uns einfach mal hier zeigen, wie dieses Haus aussieht, wie die Menschen hier wirklich leben nach monatelangem Beschuss. Окна забиты, стекол нет. Стекол. Все забито, видите? Это все забито. Вот здесь была стена, вот видите?
Вот сюда залетело две мины. Вот сюда вот. Там. Там что там было, все уничтожили. Но это уже бы восстановили. Эта стена была вся разрушена. Вот эта стена, вот, разрушена. А там видно, вверху видно, что столб. Вот, столб. А сюда залетело, тут стояла этот самый, кровать. Двуспальная кровать стояла. Вот попала как раз сюда вот. И кровать спасла тут много чего. Oh, shit. Okay, hold him. Okay, thank you. Don't mess it. Die Lebensbedingungen für die Menschen in Seversk sind kaum besser als in Bachmut, auch wenn hier nicht mehr so intensiv gekämpft wird. Dieser Mann möchte uns zeigen, wie er leben muss. Вот моя жена, покойница, Танюшка. Бля. Вот она, с попугаем. Этот котел, я хотел запустить отопление по всей квартире. Когда был взрыв, где-то порыв, оно засыпано все. Физически я не успел. Слил воду, сделал здесь спальню себе и здесь сплю. Я натапливаю здесь 30 градусов температуры. Ну, к утру где-то 18 градусов, 20-22 остывает. Я кирпичом зафутировал печку. Кирпич нагревается, остывает долго. Seversk steht zwar nicht so im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit wie Bachmut, doch uns bei Crisis ist es auch wichtig, die Seiten eines Konflikts zu zeigen, die nicht so viel Beachtung kriegen. Für diese Aufnahmen verzichteten wir darauf, Tina und die anderen Teams von Helfern nach Bachmut zu begleiten. Auch, weil uns das Risiko einfach zu groß war. Eine Entscheidung, die uns vielleicht das Leben gerettet hat. Huddled at the side of the road, a group of medics tend to an injured Ukrainian woman. If you look closely at the right side of your screen, you can see a missile appear. And then, frame by chilling frame, it streaks towards its target, this white van. The impact exploding the van into a fireball. Der Angriff, bei dem ein amerikanischer Helfer getötet und drei seiner Kollegen verletzt wurden, ist auf Kamera festgehalten. Die Bilder deuten darauf hin, dass eine russische Rakete gezielt auf das Auto der Freiwilligen gefeuert wurde, als diese Verletzten helfen wollten. Wir sind jetzt gerade in Kontakt mit Tina von der finnischen NGO, die heute nochmal nach Bachmut reingefahren ist, um Leute zu evakuieren. Und wir hatten uns überlegt, mit reinzufahren, haben uns aber gestern Abend nach echt langer Überlegung dagegen entschieden, weil wir gedacht haben, wir waren jetzt zweimal in Bachmut und es war jedes Mal immer relativ knapp, dass wir das Risiko nicht nochmal eingehen wollten. Und sie schreibt uns gerade, wir haben gefragt, hey, wie lief die Evakuierung? Und sie hat geschrieben, nicht gut. Ein Toter, drei Verletzte, sehr wahrscheinlich eben von diesem Team, nicht von ihrem Team, aber von einem anderen Evakuierungsteam, das mit ihr reingefahren ist. Also auch da sieht man wieder, also Gott sei Dank waren wir da gestern feige, sonst wer weiß, was passiert wäre. Diese Erfahrung führt uns wieder einmal vor Augen, wie gefährlich der Einsatz als Journalisten im Krieg ist und dass Angst manchmal doch ein guter Ratgeber sein kann. Aber noch viel mehr erinnert sie uns daran, welchen Horror die Menschen hier jeden Tag erleben müssen. Und während wir wieder zurück im sicheren Deutschland sind und dieses Video schneiden, geht das Sterben in der Ukraine weiter. Jeden Tag.